Jo Freunde, was geht? Was geht? Willkommen zum neuen Video. Heute reagiere ich auf einen YouTuber bzw. Abonnenten, der mich zufällig entdeckt hat. Und nochmal Dankeschön an dich für die fette, supportige Unterstützung. Der Kollege heißt Feni, hat 1810 Abonnenten. Was mir erstes aufgefallen ist, muss ich ehrlich sagen. Mein erstes Mal, okay, vor 3 Jahren das erste Video. Dann vor 2 Jahren 20.000 Aufrufe, da wo er Titel genommen, wo ich sagen muss, er nimmt Titel, die Jugendliche bzw. Kinder ansprechen, die solche Interessen auf solchen Videos haben. Und bei solchen Videos macht man einfach Klicks. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich mache solche Videos grundsätzlich nicht, weil ich davon nichts halte und ich nicht so ein Typ bin. Werde ich auch niemals machen. Ich werde euch niemals sowas antun, so etwas zu erstellen, darauf zu reagieren und so weiter. Dann die ersten 3 Videos sind für mich zum Beispiel Schrott, muss ich ehrlich sagen, bin ich da ehrlich, ich will da keinen Scheiß reden. Dann die etwas weiteren Videos, die etwas jünger sind, vor 6 Monaten, vor 5 Tagen, vor 1 Tag, sind schon entsprechend besser. Vor 5 Tagen, okay, vor 1 Tag gucke ich mir gleich auch an, aber erst reagieren wir auf das erste Video, mein erstes Video, Fitness-Vlog von dem Feni. Wir gucken uns erstmal an, ich habe schon eröffnet, ein bisschen reingeguckt, wir würden jetzt ja das Video erstmal beginnen, ich sage dazu weiter nichts, wir gucken uns gemeinsam an und ich würde sagen, let's go, ich mache Vollbild, ich mache Kamera aus, viel Spaß beim Video, danach sage ich ein bisschen was dazu. Yo, servus meine Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es kommt wieder nach einem Jahr wieder mal ein Video. Ja, ich nehme euch mal mit hier jetzt erstmal zum Fitness, erstmal so, ja, ihr wisst Bescheid und ja, bis dann. Gepanzert und du Pietrus, die Amtas im OTP, Papers, Gunshot, hier sieht die Schimas der Standard, wir kommen hier klar. Beste Booster, nein, Schwanz, Bo. Was trainieren wir heute, Laura? Ich weiß noch nicht. Trizeps, Rücken, Bratte. Der Tasche auch noch da drin ist. Weißt du, du tust so. Philipp! Komm her! Ich film dich nicht, ne? Komm, okay. Nice Eingang, Bro! Mensch, da ist er ja. Freunde, wieder am Start, zurück, I'm back, ich muss ehrlich sagen, der junge Mann ist ein bisschen jünger wie ich, Trainingsübungen kann ich nicht meckern, hat er gut ausgeführt,
ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Typ, der mit Frauen trainiert. Also ich trainiere, wenn überhaupt, entweder allein oder mit meinen Homies, mit meinen Kollegen, der ich früher sehr oft im Fitnessstudio war. Weiß ich, wie es ist, wenn man ins Fitnessstudio geht. Wenn ich da reingehe, sieht das folgendermaßen aus. Weil ich ja so ein Brecher bin mit solchen Oberarmen, wo ich nicht erst seit gestern trainiere, das wisst ihr alle, ich bin wirklich konsequenter Bodybuilder, ich kann mich Bodybuilder nennen, ich trainiere jeden Tag, ich nehme jeden Tag meine Supplements ein, ich esse vernünftig, ich gebe richtig Vollgas. Ich bin nicht einer, der ab und zu mal trainiert, ich bin jeden Tag am Gas geben, Freunde. Mich kann man wirklich den Bodybuilder nennen und ich bin nächstes Jahr übrigens auf der FIBO 2020, da wird man mich antreffen, also wer Bock hat, mich kennenzulernen, Bock hat, mich zu sehen, ein bisschen zu quatschen, kann gerne vorbeikommen. Mich wird man auf jeden Fall in der FIBO 2020 antreffen und die ist im April. Muss ich nächstes Jahr auch noch Urlaub nehmen und so weiter. Aber zurück, um Feni anzusprechen, ist ein korrekter Kerl, finde ich in Ordnung. Ist, glaube ich, so ein bisschen Russe, kann das sein? Auf jeden Fall sympathischer Kerl, muss ich ehrlich gestehen. Ja, großartig, nicht viel zu meckern. Bizeps muss noch ein bisschen kommen, Bruder, ne? Und Trizeps, da fehlt auch noch ein bisschen was. Zu den Mädels brauche ich nicht viel sagen. Und jetzt, ja, gucken wir uns das andere Video an und dann verabschiede ich mich danach und sage ein paar Takte zum Feni. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also viel Spaß beim Feni reagiert auf Vato X Rabe Radar. Das sieht gut aus. Stehe ich ein bisschen drauf auf die Musik. Let's go. Yo, servus Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Yo, mir ist aufgefallen, Reaction-Videos sind bei euch richtig gut angekommen erstmal. Erstmal danke dafür. In 24 Stunden haben wir fast die 1000 Aufrufe gemacht und so. Junge, ohne Scherz, danke. Keine Ahnung, was mit euch los ist. Einfach heftiger Scheiß, was ihr jetzt gemacht habt mit mir. Und ja, ich habe euch gefragt, habt ihr Bock auf noch mehr Reaction? Ja, ich habe geschrieben, über was? Viele haben mir geschrieben, macht mal ein Reaction-Video von Vato und Rabe Radar. Habe ich jetzt mir ein bisschen angehört und dann reacten wir jetzt mal darauf und am Ende sage ich euch noch ein paar wichtige Themen, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, wenn ihr Bock habt, irgendwie mit mir mal zu reden oder wenn ihr Tipps und Tipps braucht für YouTube, bis am Ende bleiben, da erzähle ich euch ein bisschen mehr. Und erstmal fangen wir mit dem Video an und ja, viel Spaß, ich bin auch geschockt, will auch ein bisschen hören, jetzt viel Spaß, nochmal. Mach mal ein bisschen bei mir lauter. Radar. Vato und Rabe. Hab dich auf dem Radar, ich weiß, wo du bist. Schieb mal kein Palaver, ich weiß, wo du bist. Der Beat ist geil, ganz ehrlich. Aber seine Stimme ein bisschen, finde ich zu. So halt. Die ist nicht geil. So. Die Stimme ist nicht geil, aber der Beat ist richtig geil. Ja, hören wir mal weiter an. Digga, hab ein Radar, ich weiß, wo du bist. Find dich nachts und am Tag, ich weiß, wo du bist. Im Café oder in der Spielothek. Bei der Bitch oder im Separé. Auf dem Fahrrad oder im AMG. Jetzt haben wir jetzt ein Ohr vom dem Beat. Ohne Scherz, der Beat ist geil. Jungs, geil, dass ihr den Beat genommen habt, der ist geil. Find dich überall, du bist kein Problem. Ich bin überall. Dein Auge offen, wenn du schläfst. Dreh dich lieber zweimal um, wenn du nach Hause gehst. Hab dich auf dem Radar, ich weiß, wo du bist. Schieb mal kein Palaver, ich weiß, wo du bist. Digga, hab ein Radar, ich weiß, wo du bist. Ohne Scherz, Jungs und Mädels, geht mal rüber auf dem Video. Schreibt mal unten in den Kommentaren hin. Hashtag Feni, dass er von mir kommt. Gebt mal einen Daumen hoch. Habe ich auch gemacht. Mach mal die 200 fast voll. Macht mal, Junge, das Lied ist geil, gönnt euch das auch, macht mal die 200 voll bei denen, ohne Scherz, die haben auch voll viele Aufrufe, darum, macht mal, gönnt euch die, wir hören uns weiter an, erstmal. Find dich nachts und am Tag, ich weiß, wo du bist, egal wo du bist, ich find dich und dreh ab. Okay, seine Stimme ist geil, richtig schön tief, so wie bei Ferro, richtig geil, oder? Was sagt ihr? Hören wir uns weiter an. Knochen brechen in meinem Keller in der Nacht. Warm Hammer durch die Gegend auf der Suche nach deinem Arsch. Und egal mit wem du bist, ich schwör, ich hau euch alle Matsch. Es ist viel zu viel geschehen, es gab viel zu viel. Habt ihr gesehen, das war bei mir da, wo ich wohnte, Messe Ost hier. Messegelände. Heftig, oder? Ich wohnte da einfach früher und jetzt nicht mehr.
geile Location. Und seine Stimme und geiles Auto. Seine Stimme ist aber geil. Und der Beat. Immer noch. Der Beat ist der geilste. Hören wir uns weiter an. Es gab viel zu viel Verrat, deine Instabilität wird mit Ellbogen bestraft. Damals sagten alle schon, dieser Nigger hat dein Knack. Ja, doch heute dreh ich durch, besser pass auf was du machst. Geh aufs Ganze nur für Cash und die Fam. Keine Gnade ist das Motto meiner Gang. Besser pass auf wo du landest, denn die Straße. Seine Maske ist voll geil. Ohne Scherz, seine Maske war geil. Meine Niggas warten nur schön darauf, dich zu erkennen. Alle Hunger ist wie Piraten auf der Suche nach dem Schatz. Ja, wir gehen noch über Leichen, denn das alles ist kein Spaß. Komm und treff mich im Café, ja, ich sitz am Automat. Und mach ich halt keinen Gewinn, ja, dann hol ich mir dein Hack. Ja, ich hab jetzt schon noch einen Ohrwurm von dem Lied. Einfach, der Beat ist heftig und von Jabe, die Stimme war geil. Ich weiß ja nicht, was sagen soll. Einfach geiles Video. Geile Musik. Jungs, Mädels, geht mal rüber. Schreibt mal Hashtag Feni hin. Gebt mal fetten Like. Daumen hoch. Kommentiert bei denen. Kommentiert bei mir. Danke erstmal, dass ihr bei mir auch so viel kommentiert habt und so. Und dass ich so viele Aufrufe gemacht habe beim letzten Reaction-Video. Danke erstmal dafür. Ja, das Video ist ja eigentlich zu Ende. Da kommt ja gar nichts mehr eigentlich. Ohne Scherz, geiles Video, Jungs und Mädels. Ja, ich wollte jetzt nur sagen, für die kleinen YouTuber, wenn ihr Bock habt und für die anderen, wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu reden oder so, kommt mal auf meinen Discord-Account, da bin ich jeden Tag eigentlich immer online. Ist komplett kostenlos, unten ist der Link, direkt drauf, könnt ihr es installieren oder auf PC, auf Browser vorbeikommen. Könnt ihr reden, könnt ihr quatschen mit mir, mit meinen paar Kollegen oder wenn ihr kleine YouTuber seid und braucht Tipps, oder Banner oder so, könnt ihr auch gerne kommen, vorbeigucken. Vielleicht gibt es da einen Designer, der euch was macht oder so. Ist komplett kostenlos, geht ja drauf und dann seid ihr direkt in der Gruppe da bei uns, in der Channel. Könnt ihr in einen Channel gehen, könnt ihr mit anderen reden, könnt ihr alles machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommen. Unten ist der Link, unten, hier unten, genau unter mir, so ein Ding aufmachen. Das Video liken, kommentieren nicht zu vergessen. Was habt ihr überhaupt Bock, als nächstes Video überhaupt bei mir zu sehen? Ein FAQ oder, keine Ahnung, Umfragen oder Challenges? So, Florian, da bin ich wieder am Start, ich bin back. Ja, ich lasse den guten Mann ein Däumchen da zu dem Video. Am 23.09. vor 2 Tagen, wann war das? Das war am Montag. Ja, Freunde, da gibt es ja großartig zu sagen. Ich gehe mal eben auf seinen Kanal zurück. Was hat er hier drin stehen? Er hat keine Eigenwerbung und sowas, okay. 2 Kommentare, okay, er bedankt sich. Okay. Ja, zum guten Feni kann ich sagen, Freunde. Jo, servus Leute, was geht ab? Korrekter Typ, noch ein bisschen jung, ein bisschen noch unerfahren. Ich muss jetzt sagen, ich brauche keine Tipps von ihm. Ich weiß, wie das YouTube-Business-Geschäft läuft. Ich weiß, wie man am besten Klicks macht. Aber sagen wir einfach mal so, jeder Typ ist anders. Ne? Der eine möchte Klicks, der andere möchte im Fitnessbereich was werden, der andere möchte Sponsoren bekommen, der andere möchte das machen, der andere macht dann nebenbei noch das und dies und jenes. Zu ihm kann ich sagen, okay, geiles Video, kann ich großartig viel meckern. Ich weiß, wo ich beim nächsten Mal drauf reagiere. Da gibt es auch so eine kleine Musikeinheit, sagen wir es mal so. Die Musik feiere ich so ein bisschen, die einen feiern sie nicht. Aber wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Das war die Reaktion auf Feni. Korrekter Typ, supportet ihn ein bisschen auf jeden Fall. Gibt es nicht großartig viel zu sagen zu ihm. Könnte mein kleiner Bruder sein, aber er ist korrekt. Hat einen korrekten Akzent. Hat einen geilen, feinen, kleinen YouTube-Kanal. Macht wenig Videos. Er könnte ein bisschen mehr machen. Du könntest ein bisschen mehr machen. So ein bisschen von deinem Leben zeigen. Das mache ich ja auch, aber jedem das Seine, nicht jeder möchte immer, ich kenne da noch ein paar, aber egal. Das war das Video zu Feni. Feni, bist ein korrekter Typ, mach weiter so, bleib am Ball, mach ein bisschen mehr. Und ja, ich würde sagen, hau rein, bis zum nächsten Video. Das war's von meiner Seite aus, ciao.